Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Chaos Theorie. Wir haben es jetzt endlich geschafft, beziehungsweise ich habe es jetzt endlich geschafft, den Typ da umzulegen. Habe jetzt wieder volles Leben. Ich bin mir nämlich nochmal in diese andere Seite, keine Ahnung, wo die ganzen Raketen gelagert sind. Habe ich mir jetzt, schieß du mal ab. Habe ich mir jetzt noch die zwei Medipacks, die wir noch übrig hatten, reingehauen. Verdammt, du kommst zu spät. Der Sprengkopf wird erst einige hundert Meter vor seinem Ziel entsichert. Wenn ich die Abbruchcodes irgendwo finde... Gute Idee. Durchsuche die Startkontrolle unmittelbar unter der Plattform. Schon unterwegs. Beeil dich, Fischer. Die Flugzeit der Rakete beträgt noch 3 Minuten. What? Warum hat die Granate nicht ausgelöst? Ey, ihr wollt mich doch verkackeiern. Es wird hier gerade so wieder so fake. Durchsuche die Startkontrolle unmittelbar unter der Plattform. Schon unterwegs. Beeil dich, Fischer. Die Flugzeit der Rakete beträgt noch 3 Minuten. Wenn wir uns nicht ohnehin schon im Weg befinden, würde ich dir raten, vorsichtiger zu sein. Können wir hier vielleicht was machen? Nein. Startkurs, nix. Dann muss es das Ding von dem sein hier. Gib es doch her. Gute Arbeit, Sam. Das sind die Abbruchcodes. Yes. Ich muss immer noch die Notschaltkreise im Raketenkontrollraum in die Richtung. Beeil dich. Raketenkontrollraum, wo war der denn jetzt noch wieder? Achso, ja, wo der Medipack gehangen hatte, was auch immer. Zwei Minuten, das könnte knapp werden. Vergiss es. Du hast recht, Graham. Wir müssen jetzt wieder durch 3000 Sachen durch. Hier müssen wir durch. Mir ist scheißegal, ob hier eine Kamera hängt oder nicht. Solange mir kein Alarm. Brechen Sie hier? Hier? Oder auf der anderen Seite? Gute Arbeit, Sam. Die Rakete stellt keine Bedrohung mehr dar. Oh Gott sei Dank. Das war schon alles? Sie ist explodiert? Nein, ist sie nicht. Aber ihr Sprengkopf ist nicht mehr scharf. Selbst wenn sie an den Phalanx-Geschützen der Reagan vorbeikommen sollte, würde sie nur auf dem Rumpf aufschlagen und wie eine Bierdose zerquetscht werden. Bierdosen zerquetschen? Das kann die Navy am besten. Sehr witzig. Du musst zum Evakuierungspunkt. Stimmt. Bin schon unterwegs. Evakuierungspunkt. Ja, natürlich. Okay, ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber da oben ist ein roter Punkt. Das bedeutet, dass wir dem ziemlich nahe sind. Und hier ist dieser Gang, der angezeigt wird. Ich denke, dass es dann irgendwo hier evakuiert werden soll. Hier liegt ja noch eine Rakete drin. Die entschaffen wir nicht, oder wie? Verlassen Sie das Einsatzgebiet über einen beliebigen Extraktionspunkt. Hier würde ich gerne raus. Genau hier drauf. Oder da unten. Pass mal auf. Da können wir bestimmt runter. Nee. Oh, hä? Über Felsen evakuieren. Lol, man kann hier wirklich evakuieren. Hier nicht? Nee. Exit! Steht ja auch fett dran, ne? Evakuieren! Mission completed. Erfolgreich und Taste drücken. Primärziele haben wir 1 abgebrochen, den Rest alle abgeschlossen. Abgebrochen haben wir, verhindern Sie den Raketenstart. Das konnten wir leider nicht tun. Sekundärziele haben wir keine gehabt und zusätzliche Missionsziele haben wir nicht beendet. Suchen Sie nach Fracht- und Reparaturprotokollen. Wo sollten die jetzt noch sein? Egal. Hier könnt ihr euch nochmal alles durchlesen. Battery 36,19 Minuten. Eigentlich nicht, nämlich 36 Minuten und 19 Sekunden. Entdeckt wurden wir 3 Mal. Bewusstlose Feinde 19, getötete Feinde 6, bewusstlose Zivilisten und Zivilisten insgesamt gab es hier überhaupt nicht. Gefundene Körper, 3 ausgelöste Alarme, 1. 49% haben wir geschafft. Nicht besonders viel, aber wir setzen trotzdem fort. Seoul, Südkorea. Der Angriff auf die Walsh kann nicht weiter als bis zu einem südkoreanischen Datenknotenpunkt zurückverfolgt werden. Sie müssen die dort befindlichen Festplatten sicherstellen, bevor sie in die Hände der Nordkoreaner fallen, die damit ihre Invasion rechtfertigen könnten. Ihre Feinde werden vor Granaten flüchten. Verwenden Sie sie, um Ihre Gegner aus der Deckung zu treiben. Okay.
Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Gefallenen dieses Krieges in den ersten 24 Stunden bei... Oh mein Gott. 6000? Ist das ein Tippfehler? Etwa 90% davon sind Verluste des Feindes. Das bedeutet, auf unserer Seite sind es weniger als 1000 Mann. Weniger als 1000? Bei Ihnen klingt das, als sei das was Gutes. Die Lage ist kompliziert. Unser Säbelrasseln hat die Koreaner in Panik versetzt. Es ist ein Präventivschlag. Unseren Informationen zufolge haben sie die Rakete nicht absichtlich gestartet. Bis wir Beweise haben, ist Seoul im Fadenkreuz. Wie stehen denn die Chancen, dass wir die Stadt halten können? Nun, bis jetzt ist noch keines der Strategiepapiere davon ausgegangen, dass wir die Stadt ohne atomare Waffen werden halten können. Und jeder weiß, was deren Einsatz bedeutet. Oh, yeah. Es ist jetzt bereits 38 Stunden her, dass die nordkoreanische Armee den Entschluss gefasst hat, die koreanische Halbinsel in einen Krieg zu stürzen. Wir wissen seit knapp 50 Jahren, dass ihr Primärziel darin bestehen wird, Seoul innerhalb der ersten 72 Stunden einzunehmen. So wie es aussieht, sind die Jungs verrückt genug, genau das auch zu versuchen. Zusammen mit der südkoreanischen Armee haben US-Verbände damit begonnen, an ausgewählten Grenzabschnitten den geordneten Rückzug anzutreten, um so einzelne nordkoreanische Divisionen entlang speziell dafür vorgesehener Korridore ins Land vorrücken zu lassen. Vor 6 Stunden ist eine der nordkoreanischen Divisionen in Seoul angelangt. Sie haben es anscheinend auf wichtige Gebäude Seouls abgesehen. Zu ihren potenziellen Zielen zählt ausgerechnet auch die Telekommunikationsvermittlung, über die der Angriff auf die Walsh ausgeführt wurde. Wenn die nordkoreanische Armee die Daten dieser Vermittlung in die Finger bekommt, wird es Nordkorea damit möglicherweise gelingen, den Einmarsch zu rechtfertigen und das Land so dauerhaft zu besetzen. Wir müssen an die Informationen dort gelangen, bevor es die Nordkoreaner tun. Der Computereingriff, der die Rakete auf die Walsh umgelenkt hat, kam über Seoul. Ich konnte seinen Ursprung leider nur bis zur Vermittlungszentrale zurückverfolgen und selbst da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt richtig liege. Es kann sein, dass Südkorea uns in den Krieg gezogen hat und der nordkoreanische Angriff auf die USA manipuliert war. Ich würde mich ja einfach in die Systeme hacken, aber wir haben es hier mit einer sehr gut gesicherten Datenleitung zu tun und durch die Kampfhandlungen wurden bereits jetzt einige meiner Zugangsknoten zerstört. Du musst schnellstens dorthin gehen, die Daten manuell bergen und sie dann an uns übertragen, damit wir sie uns näher ansehen können. Die CIA unterhält einige Gebäude in Seoul, um von dort aus Agenten einzuschleusen und mögliche Überläufer in Sicherheit zu bringen. Für gewöhnlich sehen diese Gebäude wie ganz normale Wohnhäuser aus. Der Plan, den ich gerade ausarbeite, sieht vor, dass wir dich in einem dieser Häuser absetzen, bevor die 2. Infanteriedivision mit dem weiteren Rückzug beginnt. Sobald du im Haus bist, ziehen sich unsere Jungs zurück. Dann wird das Gebiet von der nordkoreanischen Armee überrannt. Du bleibst auf diese Weise hinter der ersten Angriffswelle, aber noch vor dem Nachschub der Nordkoreaner. Das dürfte dir ein wenig Luft verschaffen. Ich rate dir allerdings dringend davon ab, dein Einsatzgebiet zu verlassen. Du willst dich doch sicher nicht mit einem Gegner in Bataillonsstärke anlegen, oder? Die USS Ronald Reagan hat den Start einer EA-6B-Prowler vorbereitet, die mit einem Richtlaserempfänger ausgestattet ist. Ihr Mann bekommt einen speziellen Sender, mit dem es ihm möglich ist, das Flugzeug zu orten und die Daten zu übertragen. Diese Kommunikationsleitung ist zu 100% sicher. Da die Daten nicht wie sonst üblich gefunkt werden, gibt es nichts, was man abfangen könnte. Um eine mögliche Entschlüsselung der Daten durch den Feind braucht man sich also erst gar keine Sorgen zu machen. Wenn Ihr Mann am Einsatzort angekommen ist, schicken wir das Flugzeug raus, um die Daten zu bergen. Denken Sie bitte daran, dass das eine sehr riskante Operation ist. Was immer Sie dort finden, es sollte die Mühe wert gewesen sein. Diese Flugzeuge kosten nämlich 60 Millionen Dollar das Stück. Mal gucken, ob wir diesen 60 Millionen Dollar wert schenken können. Schrottmodul, Griffmodul, Scharfwissenmodul, brauchen wir alles. Nicht, wir brauchen nur das Schrottmodul, weil ich das irgendwie lustig finde. Und ich mache kurz den Aufnahmestopp. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Ich muss jetzt wieder hier auf Start drücken und dann geht's direkt weiter. Willkommen im Drei-Staaten-Krieg, Fischer. Die Front ist mittlerweile an dir vorbeigezogen. Du solltest dich aber auf Schießereien zwischen versprengten Einheiten einstellen. Auf welcher Seite kämpfe ich eigentlich? Auf deiner eigenen. Du gehörst keiner regulären Einheit an. Jeder, der dich sieht, wird dich angreifen.
Darauf stehen wir doch. Hör zu. Es gibt keine Alarmsysteme, um die du dir Sorgen machen müsstest. Aber jeder, dem du begegnen wirst, ist angesichts der aktuellen Lage sowieso schon alarmiert. Ich werde aufpassen. Hm? An Wand abseilen. Ich lasse an der Wand einen abseilen. Oh Mann. Weißt du, das ist ein Spion, ein Superspion. Und wie langsam geht dir die Wand bitte runter? Mal ganz ehrlich, das ist doch kein Spiel. Wie tief fallen die? Wir speichern hier jetzt die ganze Zeit. Was ist denn das hier? Nichts, alles klar. Was bist du denn? Alter. Okay. Fischer, wichtiges Missionsupdate. In deiner Nähe befinden sich weitere Teams im Einsatz. Splinter Cell? Splinter Cell in Ausbildung. Sie sollten jemand dort rausholen. Aber ihr Ziel wurde von Spezialeinheiten der Nordkoreaner an einen anderen Ort gebracht. Soll ich jetzt die Zielperson für unsere Jungs da rausholen? Nein. Du sollst ein Mitglied der Spezialeinheiten verhören, um herauszufinden, wo sie ihn hingebracht haben. Okay. Wenn du diese Typen tötest, bevor du mit ihnen geredet hast, ziehe ich dich ab. Verhören Sie ein Mitglied der Spezialeinheiten, um herauszufinden, wo Jong was auch immer ist. Wenn du leise bist, bleibst du vielleicht am Leben. Wer sind Sie? Ruhe. Lambert, ich habe einen. Gut gemacht, Fischer. Ich werde dich direkt weiterverbinden. Moment. Schön ruhig bleiben. Das dauert nur eine Minute. Oh, okay. Gut. Der ist zu stark gepanzert. In Ordnung, Fischer. Leg los. Ich habe hier jemanden, der mit euch sprechen möchte. Verstanden. Fragen Sie ihn, wo Sie Jong hingebracht haben. Wo habt ihr Jong hingebracht? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Er weiß es nicht. Soll ich ihn umlegen? Negativ, negativ. Okay, Sie sagen, dass ich dich umlegen soll. Also? Hey, Moment. Okay, Jong. Wir haben ihn in das Internetcafé beim Fischmarkt am Fluss gebracht. War es das, was ihr wissen wolltet, Jungs? Bestätigt. Danke sehr, Sir. Wir schulden Ihnen was. Willkommen im Team. Willst du mir nicht mal verraten, was hier gespielt wird? Sorry, Fischer. Du wirst langsam zu alt für diese Art von Job. Mist, was hör nicht war auf das? Graham. Wenn es nach ihr ginge, müsstest du jedem deiner Männer ein paar Windeln zu seiner Ausrüstung legen. Und wenn es nach dir ginge, wären es Windeln für inkontinente Kreise. Oh, oh. Das tat weh. Und wie das weh tat. Aber richtig übelst. Mundpropaganda, wa? Lautsprecher-Propaganda. Jetzt hoch hier. Sam, eine Predator-Drohne hat im Bereich vor dir soeben ein mobiles Kommandozentrum geortet. Versuch es anzuzapfen. Ihr wollt nicht, dass ich es ausschalte? Nein, das hätten wir auch mit der Drohne machen können. Zapfen Sie eine mobile Kommandozentrale an. Seltsam. Was zum... Ja, wenn du so dumm guckst, kann ich auch nichts für. Shit. Haltet ihr hier Händchen oder was macht ihr hier? Troll. Was ist mit dem Laster? Oh, verdammt. Das ist eine mobile Kommandozentrale. Zur vorgeschobenen Koordinierung des Einsatzes. Ist sie mit dem zentralen Netzwerk der nordkoreanischen Armee verbunden? Ja. Hm.
Wird ein richtig neugieriger Zeitgenosse, könnte da an einige wichtige Informationen herankommen, was? Sagen Sie bitte nicht, dass Sie das von mir wissen. Nee, machen wir nicht. Wir haben es ja schließlich von uns selbst erfahren und du hast uns nur die Bestätigung dazu gegeben, ne? Ja. So, gibt es hier sonst noch was zu mitnehmen? Nee, hier liegen fette AKs rum und ich muss mit meiner Waffe hier rumlaufen. Computer benutzen. Und weiter. Gut gemacht. Und weiter. Die direkte Verbindung zum Kommandonetzwerk der Nordkoreaner ermöglicht es uns bestimmt, die eine oder andere wichtige Information aufzuschnappen. Ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber es gefällt mir, glaube ich, nicht. Na komm, guck doch raus. Ich reiß dir deinen verdammten Kopf ab! Ja, komm schon. Du bist am Ende! Ja, jetzt kommst du nochmal durch, oder? Dir werde ich es zeigen, du arroganter Bastard! Ich nehme mal stark an, das hat gereicht. Oder vielleicht auch nicht. Nope, nope. Was war das? Ich glaube, ich habe es auch gesehen. Gefällt mir gar nicht. Sobald du im Dunkeln bist, kriegst du voll eine in die Fresse. Lol. Wieder grandiose Führung. Und mit diesem Bumm verabschiede ich mich in die nächste Folge von Splinter Cell Chaos Theorie. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn wir in den letzten zwei Parts wieder etwas gefailt haben. Aber das steht ja nicht zur Sache. Ich gebe ja trotzdem mein Bestes, auch wenn ich gerne fail. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen wunderschönen Restnachmittag. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.